Im heutigen Video möchte ich euch nochmal zwei andere Setups zeigen. Genauer gesagt, dasselbe Setup wie im letzten Video, nur mit anderen Objektiven. Und da möchte ich ein paar Takte vorher erzählen und dann könnt ihr euch einfach die Bilder ansehen. Vom Aufbau hat sich nichts geändert. Wer das also das letzte Video nicht gesehen hat, der klickt einfach oben in die Infobox, da ist es verlinkt. Und ja, bis gleich nach dem Intro. Hallo da draußen und herzlich willkommen. Heute gibt es eigentlich nur wieder Bilder zu sehen. Ich brauche euch das Setup nicht erklären, mit dem ich an den See gegangen bin. Genauer gesagt an zwei Seen. Am ersten See möchte ich euch erklären, da waren die Bedingungen sehr dunkel und ich hatte das 90er Makro drauf von Sony, weil ich mir gedacht habe, probier's das mal. Im letzten Video, hatte ich ja das 100er Makro von Minolta drauf, wunderbar gearbeitet, und das Laowa 15mm Makro, das darf man nicht vergessen. Und jetzt eben das 90er. Und hier ein Problem, das liegt aber daran, dass ich mal wieder nicht meine Kamera so gut kenne, weil ich kaum mit Autofokus arbeite. Wo stelle ich ein, dass ich permanent abgeblendet arbeiten kann oder muss ich immer einen Knopf drücken? Das war wirklich ein Problem für mich, da das Sony-Objektiv immer mit Offenblende gearbeitet hat. Das Licht war sowieso bescheiden am See, wir hatten Wolken, war noch jemand mit und ich hatte einen Fokuspumpen, also er hat, obwohl ich genau die Stelle gesagt habe, da sollst du bitte scharf stellen, weil da mein Motiv war, es hat ja nicht funktioniert und ich bin wieder auf den manuellen Fokus gegangen und mit Fokuslupe war ich besser dran. Wird dem einen oder anderen auch schon oft bei der Makrofotografie so gegangen sein. Auf jeden Fall konnte man mit dem 90er, genau wie mit dem 100er, besser mit dem Licht arbeiten von meinem Blitzaufbau, da man auch so ein bisschen hinter das Motiv geblitzt hat, und zwar von oben. Das ist ein ganz anderes Licht wie dann am zweiten See. Seht ihr dann, das ist der, wo ich im Sonnenschein bin und wo ihr auch ein paar Nebelaufnahmen sehen werdet. Da ist es so gewesen mit dem 200er Canon Makro. Das habe ich erst die Tage praktisch wieder zurückbekommen. Da habe ich Testaufnahmen gemacht und hier konnte ich nicht so hinter das Motiv blitzen, sondern eher von vorne an blitzen. Dadurch sieht das Ganze viel platter aus und auch ein bisschen unnatürlicher. Da muss ich gucken, welches Setup ist für diese Art Blitzmethode eben die bessere Lösung. Viele da draußen haben eh nur irgendwas um die 90, 100, 105 mm Makros. Ihr könnt das Setup wirklich sehr gut verwenden. Bei mir muss ich noch ein bisschen gucken, wie ich das mit dem 200 mm Makro mache. Nur je nach Ort, wo man hingeht, ist das 200er wiederum viel, viel besser. Und bei richtig Sonne überhaupt kein Problem. Da braucht man auch mit der ISO nicht so Angst haben. Da klappt das wieder. Und jetzt einfach die Bilder. Erst der erste See. Ich zeige euch das an. 90 mm Makro und dann eben mit dem 200 mm vom letzten Wochenende.
So, ich stelle euch mal mein Setup für heute vor. Nur, dass ihr es wisst, im Grunde kennt ihr das auch schon, aber heute endlich wieder mit dem 200 mm Makro. Warum endlich wieder? Ich hatte ja das 90er drauf und das 100 mm Minolta. Und eine Sache war ja definitiv zu merken, bis ich an den Tieren dran war, also Tiere mit Flügeln, da waren die schon wieder weg. Warum? Weil man einfach zu nahe ran muss und ja, die Fluchtdistanz unterschritten wurde. Dann gibt es ja hier vorne auch noch diesen Reflektor. Ihr seht, hier ist der Blitz an der Blitzschiene dran, der Funkauslöser. Und ja, es war einfach so, dass die Tiere abgehauen sind und ich dadurch eben keine Chance hatte, wirklich jedes Tier, was ich gesehen habe, zu fotografieren. Und jetzt habe ich einen größeren Abstand wieder und das macht einfach mehr Spaß und Sinn. Warum überhaupt mit Blitz? Ach Moment, ich schwenke mal um, das ist glaube ich besser. Warum mit Blitz heute mal? Erstens mal, weil ich ihn habe. Und weil ich es mal wieder ausprobieren möchte, mit Blitz zu arbeiten, das machen eigentlich einige. Ich hoffe, die Flieger stören nicht allzu arg. Ja, also mit Blitz, der Vorteil ist natürlich, ich kann mit weniger ISO arbeiten und das gibt natürlich eine höhere Qualität. Fokus-Stacking ist dadurch allerdings wieder schwieriger, muss ich auch noch ausprobieren. Da kommt es aber sehr auf die Blitzleistung drauf an. Damit ich eben schnelle Blitzfolge habe. Mal sehen, ob das noch irgendwann klappt oder wie ich das Problem löse. So, ich schnapp jetzt wieder erstmal meine Ausrüstung und gehe mal da hinten an den See. Bis gleich. Ich hoffe, euch haben die Bilder gefallen. Wäre schön, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst, vielleicht ein paar Kommentare. Wer noch was wissen will, unten reinschreiben. Und ja, bis bald wieder zum nächsten Video. Egal, ob es Makro ist oder was anderes. Ciao, euer Sven.